Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig mittendrin, live aus dem Bundestag in Berlin. Und jetzt viel Spaß mit... Hat ja auch geklappt mit der Bundesförderung. Ich erinnere mich an Ihren Besuch bei uns. Genau. Da waren wir noch nicht am Draht. Und, aber haben wir auch gut hingekriegt. Haben wir uns hingekriegt. Die heftige Finanzierung, soll das sein. Ich will mir um 13 Uhr Ich freue mich, dass die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten hat dieses Jahr wieder die Möglichkeit, ihre Tätigkeit hier im Rahmen des Tages der offenen Tür zu präsentieren. Wir zeigen nicht nur die Aktivitäten, wir werden uns auch lebendig zeigen. Dieses Jahr wird eine Gruppe, Jugendgruppe der Ungarndeutsche auftreten auf der Bühne, so wie letztes Jahr war eine Gruppe aus Oberschlesien. Und ich finde diese Möglichkeit als sehr wichtig, dass auch die Besucher der deutschen Regierung auch die Tätigkeit im Ausland in Richtung der deutschen Minderheiten zum Kenntnis bekommen. Und danach kann man eben sehen. Danach kannst du hier sehen. Bundesministerium des Innern. Wir, die Minderheiten, sind auch mit dabei am Stand des Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschig. Man sieht hier im Grunde genommen viele Tische und sehr bunt gemischt. Hier zum Beispiel die Ungarndeutsche. Hier hinten haben wir den Tisch der FUEN, der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen, mit Informationen über die deutschen Minderheiten in Europa, also der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten. Hier vorne an unserem Stand haben wir die vier nationalen Minderheiten aus Deutschland, die Sorben, die Friesen, die deutschen Sinti und Roma und die dänische Minderheit. Hier berichten wir über die Geschichte, über die Politik, was die Minderheiten überhaupt hier machen. Und für uns das Wichtigste, hier vorne werben wir für unsere Minority Safe Initiative, also das NSPI. Wir wollen in Europa mehr Rechte und mehr Schutz für die nationalen Minderheiten in Europa haben. Ja, ja, also die Lakritz-Pfeife ist sehr bekannt in Dänemark. Das wird in Dänemark produziert. Und mit diesen gewaltigen Rauchverboten, dann ist es immer gut, dass man eine Lakritz-Pfeife rauchen kann. Die EU hat versucht, es zu verbieten. Da kam ein Aufstand in Dänemark und man hat den Vorschlag weggenommen. So, das ist eine dänische Lakritz-Pfeife. Die Rollende Kulisse ist ein seit 6 Generationen bestehendes Theater in Fürth. Fürth, wo ist das nochmal? In Mittelfranken. Habe ich mich schlau gemacht, ein bisschen jedenfalls. Und die Rollende Kulisse können Sie um 13 Uhr hier sehen. Hinten im Pressekonferenzzentrum mit einer Darbietung der Froschkönig. Aber jetzt habe ich immer noch nicht verraten, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Sie gehören zu den deutschen Sintis, ist das richtig? Richtig. Ja. Und hier haben wir einen ganz besonderen Gast, den kann man wirklich nicht häufig erleben. Romani Rose, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Romani Rose ist der Vorsitzende des Zentralrats der deutschen Sinti und Roma. Herr Rose, Herr Koschig. Herr Koschig, Sie sind Beauftragter der Bundesregierung für nationale Minderheiten, Aussiedlerfragen. Sie sind Vorsitzender des Zentralrats. Jetzt liegt natürlich die Frage nahe, Sinti und Roma, was
müssen wir uns jetzt darunter vorstellen. Sie haben ein Faltblatt herausgegeben, was man hinten bekommen kann. Was sind Sinti und Roma in Deutschland? Wie würden Sie sich bezeichnen? Was prägt Sie, was macht Sie aus? Also darf ich die Frage machen? Selbstverständlich. Ja. Eine Minderheit, die seit 600, 700 Jahren im deutschsprachigen Raum ist. Es gibt urkundliche Erwähnungen von 1407 zum Beispiel in Hildesheim oder 1387 aus Frankfurt. Die Geschichte unserer Minderheit war geprägt von Normalität, aber auch eine Geschichte, die oftmals leidvoll war, ganz besonders eben in der Zeit von 33 bis 45. Die Deutschen, Sinti und Roma fühlen sich dieser Gesellschaft, diesem Staat, diesem Land verbunden. Unsere Sprache ist Deutsch, das sprechen wir schon seit vielen Jahrhunderten und das ist mit eine Muttersprache und natürlich die eigene Sprache, das Romanes. Es ist mir ganz einfach in diesem Zusammenhang wichtig, deutlich zu machen, dass Minderheiten keinen Sonderstatus haben, sondern einen ganz normalen Rechtsanspruch haben, nämlich Teilhabe am öffentlichen Leben in unserer Gesellschaft gleichberechtigt teilnehmen. Die Gesetzgebung gibt den nationalen Minderheiten das Recht auf Augenhöhe, einen Rechtsanspruch zu haben auf die Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Und, er war ein Vertreter der vier nationalen Minderheiten und da drüben sitzen Vertreter der dänischen Minderheit und der Sorben und der Friesen. Und ich kann in dem Zusammenhang sagen, dass wir alle mit Herrn Koschik und mit dem, was er für uns als nationale Minderheit getan hat, er hat nie Sonderrechte, aber er hat sich immer für die gleichen Rechte, für den demokratischen Rechtsstaat eingesetzt. Und deswegen auch hier in diesem Zusammenhang vor Ihnen allen großen Respekt vor der Leistung, die Herr Koschik in seiner Amtszeit uns gegenüber erbracht hat. Und das sage ich im Namen von uns allen. Du hast doch mal ein Wort. Was möchte sie noch mehr tun vielleicht, Herr Koschik? Wie ist die Situation? Ja, Deutschland hat ja durch die Unterzeichnung und Ratifizierung vieler internationaler Abkommen des UN-Paktes über bürgerliche und politische Rechte, aber vor allem zwei wichtige Abkommen des Europarates, eines Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und einer Charta zum Schutz von Minderheitensprachen, die Verpflichtung übernommen, den in Deutschland lebenden autochthonen Minderheiten, den deutschen Sinti und Roma, den Dänen, den Friesen und dem sorbischen Volk, alle Rechte einzuräumen, damit man als anerkannte Minderheit seine Kultur, Sprache leben kann und dass diese großartige Geschichte, wie wir sie jetzt gerade von Herrn Rose im Hinblick auf die deutschen Sinti und Roma gehört haben, aber Gleiches lässt sich zu Sorben, Friesen, auch zu den dänischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sagen, dass Sprache, Kultur und Identität auch noch in 100 Jahren eine Bereicherung für unser Leben in Deutschland. Denn Sie, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, können helfen, dass der Schutz nationaler Minderheiten in Europa noch besser wird. Es gibt eine tolle Initiative einer europäischen nichtstaatlichen Organisation für den Schutz von Minderheiten, Minority Safe Pack, mehr Schutz für Minderheiten. Und wir informieren auch am Stand hier im Bundesinnenministerium über diese Initiative. Und ich freue mich ganz besonders und lade Sie alle ein um 13 Uhr zum Froschkönig mit dem rollenden Marionettentheater der Familie Grünholz. Seit 1909 urkundlich nachgewiesen, machen Sie tolles Marionettentheater. Und kommen Sie bitte um 13 Uhr in den Presseraum und schauen sich dieses wunderschöne Marionettentheaterstück der Froschkönig. Kolleginnen und Kollegen in Heidelberg. Der Herr Koschik ist der Minderheitenbeauftragte hier beim Bundesinnenminister und zu Ihrer Information, wir haben ihm und die Minderheiten hier insgesamt haben ihm sehr viel zu verdanken und übrigens, er kommt auch aus Franken, nicht gebürtig, sondern wohnsitzmäßig. Schon geboren, aber die Eltern kommen aus Oberschlesien.
Das wollte ich nur sagen, weil die Familie hier auch, die, die kommen aus Oberschlesien. Ja. Wie alt sind die? Also es sind teilweise sind Marionetten, die ich selber kreiert habe. Und zum Teil gibt es auch Marionetten bei mir, die Marionetten-Ensemble, die zum Teil, kann man sagen, wir schätzen, dass die Älteste so um die 150 Jahre sind. Hier bei euch mit meinem Marionettentheater auftreten darf und für euch spielen darf. Im Rahmen des Tages der offenen Tür, wie man sagt. Meine Bühne, das ist für die Erwachsenen, besteht schon in der 6. Generation und ich gehöre zu der Minderheit der Sinti und Roma, die hier in Deutschland vertreten sind. Ich hause hier in diesem Wald schon viele hundert Jahre, bin immer jung, werde niemals alt und kämme nur meine glitzernden Haare. Quellenfee, sage mir Prinz, würdest du bei mir bleiben als mein Spielgefährte? Wie bitte? Dass ich nicht lache. Ich soll bei dir als Spielgefährte bleiben? Schau, ich bin ein Prinz, Prinz Rosmarin. Ich werde schon bald die Königskrone meines Vaters tragen und werde das ganze Land regieren. Froschkönig, vor mir stehen. Hui, was passiert mit mir? Was? Hui, ist das etwa meine Stimme? Nein, das kann doch nicht möglich sein. Ach, Prinzessin, deine goldene Kugel, sie liegt nun ganz tief am Grunde des Bodens. Erlöst und befreit. Du, Prinz Rosmarin, bist hier bei mir im Schloss? Ja, ich bin die ganze Zeit schon da, denn ich war dieser Froschkönig. Hallo, ich bin Nele Volling, ich bin von der friesischen Minderheit und Praktikantin beim Minderheitensekretariat und wir präsentieren hier die nationalen Minderheiten Deutschlands. Und, sehr gut. Ja, 16 Uhr. Sehr schön. Wie war die Anreise? Sehr angenehm. Ja, wie seid ihr angereist? Wir haben hier Muster, das sind Hartauer-Muster, das ist ein typisch ungarndeutsches Dorf. Das sind hier so Buchmarken und außerdem haben wir hier solche Puppen. Das können die Kinder bemalen, wie sie wollen. Und das sind auch typisch ungarndeutsche Trachtstücke. Man kann auch Jungen machen. Hier machen wir gerade einen Mund. Das sind so kleine Puppen, typisch ungarndeutsche Trachtstücke. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten einer Schule zu Gast, einer Schule in Ungarn. Jetzt sprechen die aber Deutsch. Also Ungarn und Deutsch, dann kommen wir zu Ungarn-Deutschen. Das ist der Titel sozusagen der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde. Und wir werden Mundartstücke hören, wir werden Gesang hören, wir werden Tanz hören. Herr Koschik, meine Frage jetzt, wie kommt es zu dieser Einladung und was haben Sie mit Ungarn-Deutschen zu tun, die in Ungarn leben als Mitglied der Bundesregierung und Innenministerium? Ja, Herr Lossen, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ja vorhin schon ein wenig erfahren über autochthone Minderheiten in Deutschland, Dänen, Friesen, Sorben, Deutsche, Sinti und Roma und diejenigen, die die niederdeutsche Sprache sprechen. Aber Europa ist ein Europa der Vielfalt und zu den Minderheiten in Europa gehören auch viele deutsche Minderheiten in Europa. Und zu diesen deutschen Minderheiten in Europa und übrigens auch außerhalb Europas, in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Wir gehen davon aus, dass es noch ca. 1 Million Deutsche in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion gibt. Und zu denen gehören auch die Ungarndeutschen, die eine lange Geschichte und Tradition haben. Da kann Otto Heinig als Chef der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen mehr sagen als ich. Und wir als Bundesregierung haben es uns zur Aufgabe gemacht, deutsche Minderheiten in Europa und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion nach besten Kräften zu unterstützen.
immer in Partnerschaft mit den Regierungen. Und dazu gehört natürlich auch, dass deutsche Minderheiten in ganz Europa, der ehemaligen Sowjetunion, sich auch zusammengeschlossen haben in einer Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten. Der Vorsitzende Bernhard Geider, der zugleich Vorsitzender der deutschen Minderheiten in Polen ist, ist heute auch. Herr Heineck, Vorsitzender der Landesselbstverwaltung der Ungarn-Deutschen. Das klingt jetzt sehr verwaltungstechnisch. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Was sind so Ihre Hauptaufgaben? Oder wo sehen Sie Ihre Aufgaben? Sie haben sich darunter einen Dachverband oder den Dachverband der deutschen Minderheit vorzustellen, der ein bisschen so das Parlament der deutschen Minderheit ist, ein bisschen aber auch ein Verwaltungszentrum, eine Art Interessenvertretungsorganisation ist und ein bisschen auch eine Organisation ist, die wichtige Kultur- und Bildungseinrichtungen in ihrer Trägerschaft übernommen hat und dafür Verantwortung übernommen hat, teilweise auch für das Ungarn-Deutsche Bildungszentrum in Beuer. Wir haben ein großes Schulzentrum noch fast in Südungarn, in Fünfkirchen, in Bécs. Wir haben ein Gymnasium in Budapest, eins in der Nähe von Budapest. Das einzige deutschsprachige Theater ist in unserer Trägerschaft ein Kulturzentrum. Also eine Vielfalt an Bildungs- und Kultureinrichtungen. Wir wollen dadurch einerseits eine Art Kulturautonomie stärken für die deutsche Minderheit, natürlich aber auch Sprache, Identität. Sehr komplexe Einrichtung, vom Kindergarten aus oder vom Kindergartenalter an lernen dort oder werden dort jugendliche Kinder erzogen, Grundschule, Gymnasium, Abitur und auch Erwachsenenbildung, und immer steht im Zentrum die deutsche Sprache, dass die Jugendlichen die deutsche Sprache erlernen und daneben auch noch nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur ihrer Vorfahren der Ungarn-Deutschen erlernen und kennengelernt. Vielleicht die schönste in der ganzen Umgebung. Der einzige Fehler war, dass der Pfarrer schulstellig alt und krank war. Er hätte nicht mehr richtig verstehen können und manchmal hat er auch vergessen, dass er eine Messe halten muss. In der Straße, da stand unser